Hallo, wir sind gleich da. Es ist verregnet. Wir sind schon sehr aufgeregt. Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Oliver Denk, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens Denk Elektrisch. Und heute sind wir auf dem Hockenheimring beim E4 Festival. Wir befinden uns gerade hier bei Street Scooter in der Boxengasse. Mit dabei ist heute Nico, Kevin. Und hier in den Street Scootern grün sitzt der Stefan und in dem orangen der Erik. Die beiden fahren dann gleich über die Rennstrecke hier. Es warten schon alle Autos, dass die Strecke wieder freigegeben wird. Und ja, bin mal gespannt, was sie dann sagen werden, wenn sie wieder zurück sind. Ansonsten ist es heute verdammt kalt. Es ist Ende Oktober. Es regnet und wir hätten lieber am Samstag da sein sollen, denn gestern war auf jeden Fall besseres Wetter. Aber hat nicht geklappt, deswegen heute Sonntag. Wir machen das Beste draus. Ausstattung. Ja, nun, Mr. Peach, grün, orange oder weiß? Also ich bin für grün. Der hat auch schön viel Ladevolumen. Und ist regensicher gegenüber orange. Guten Tag. Guten Tag und? Wir liefern Ihren Spit. Es geht jetzt mit einem Street Scooter über die Rennstrecke, ja? Oh ja, mit einem Street Scooter über die Rennstrecke. Mit orangefarbenem Licht. Na dann, viel Spaß. Sie und haben Stefan Post. In seinen gewünschten grünen Street Scooter. Wir fahren grün im grünen Auto. Also hier eine klassische Handbremse. Ja genau, nur noch eine klassische Handbremse, also wirklich. Aber Sitzheizung. Aber Sitzheizung. Er hat Sitzheizung. Sitzheizung? Ja. Gutes Arbeitsklima. Ansonsten überschaubar von Funktionen, oder? Geht. Ja, also der Tempomat ist ganz einfach zu bedienen. Mhm. Er ist einfach immer aus. Das ist cool, ja. Also, na gut. Weißt du sofort, was es ist? Dann viel Spaß nachher. Ja, danke. Erik, du wirst wie immer Achtung, Erster sein, oder? Achtung, ja. Du wirst wirklich gleich überfahren. Ja, ich werde Erster sein, ohne zu überholen. Direkt nach hinter mir. Werde ich gleich hinter dem Stefan eintreffen. Ghost Rider Stefan, okay. Ich bin der Erste hinter dem Stefan. Okay, mhm. Alles klar. Alles so klar. Sieht's aus. Viel Erfolg an alle heutigen Fahrer. Wie ging das Ding jetzt an? Ja. Und dann da. Alles klar. Und dann geht's. Bobby, stell dich wieder auf. Death Race 2018 wird gleich starten. Den Blinker. Das machen wir nicht. Geht! So, auf geht's. Viel Spaß mit denen. Achso, wie war denn eure BMW Motorrad-Erfahrung, ja? War gut. Also es war mit ein bisschen Fahrschule verbunden auch. Mhm. Okay. Also und Slalom und Bremsen und Beschleunigen und so. Und für mich war es auch ein anderes Gefühl, man also einen ordentlichen Roller zu fahren. Also so wie du schon gesagt hast, man sieht das Vorderrad nicht und es bewegt sich ja nur der Lenker und der Rest bewegt sich nicht. Das genau. War so ein anderes Gefühl. Also wir sind rausgefahren und dann die ersten Kurven beschleunigen geht, aber die ersten Kurven, die fühlten sich so an wie, boah, geht dieser Backstein mal um die Kurve rum? Ja. Und nach der Fahrschule war das dann so wie, ja, ich gehe jetzt hier um die Kurve rum. Jetzt komme ich rum mit dem Arsch. So. Also unser Guide, also wenn wir losfahren, ich zieh mal kurz am Hebel, ihr müsst das nicht machen. Genau, und der war weg. Wir können es mal probieren. Der war einfach nur weg. Vor allem, ich habe am Anfang aufgedreht und ich hatte so,
so Hälfte. Boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht schneller. Herrlich, einfach nur herrlich. Sitzposition ist allerdings nicht meins. Okay. Ich hätte gerne ein Motorrad. Elektrisch? Nico, auch genannt 8-Ball, wird dieses kleine Gefährt fahren. Oh. Nimm mal noch Donut. Und? Ja? Ist es schön? Es ist schön. Könnte nur ein bisschen schneller sein. Also um das nochmal darzustellen, dieses kleine Gerät fährt maximal 15 km/h. Man kann es auch wunderbar zusammenklappen, den Sitz nochmal, oh, eine Hupe hat es auch. Man kann es runterklappen, den Sitz und den Lenker. Und dann kann man es auch in dem PKW mit hinten einladen. Also man ist dadurch etwas beweglicher und schneller unterwegs. Kevin und ich fahren im i8 eine kleine Runde. Ich fahre erstmal hinten mit und dann auf der Strecke wird gewechselt. Bin gespannt. Ist natürlich nur Hybrid, aber ja, wir testen das mal aus. Wir testen das mal, genau. Größte Schwierigkeit, das Ein- und Aussteigen. Gerade hinten sind ja wirklich nur kleine Notsitze. Die Flügeltüren hier. Ja, genau, Flügeltüren. Ansonsten, ja. Unser Mitfahrer von BMW kommt dann gleich noch. Und dann geht's ab. Fahren wir jetzt praktisch mit Elektro und Verbrenner? Normalerweise ja, aber ich muss leider sagen, der Elektro ist schon alle, oder? Also Elektroakku ist alle. Okay. Da, naja. Ist ein bisschen schade, aber. Ja. Na gut. Ich glaube lieber so als gar nicht. Ja, klar. Dieses kurzer, schneller Erlebnis. Gern geschehen. Danke. Ja. So, dann steig mal wieder aus hier. Nicht so einfach, ey. Klappt. Ja, einfach so, wer was können. Und wir gehen jetzt hoch. So, Südkorea hat man noch nicht. Wechsel. Und da ist er auf der Rücksitzbank, Mr. Beach. Und wie ist es, Kona? Ich würde sagen, nicht ganz so durchzugsstark wie das Model 3, was wir hatten in den USA. Hm. Aber also vom Feeling her schon recht angenehm. Also wenn man denkt, so, das jetzt so als Alltagsauto, könnte man sich gut vorstellen. Und ich mag halt, dass man die Rekuperation einstellen kann. Du kannst dann sagen, okay, heute fahre ich Autobahn, hier will ich möglichst wenig Verlust haben, dass ich viel segeln kann. Oder bist in der Stadt, hast keinen Bock, die Bremse zu benutzen, Rekuperation voll aufdrehen für optimalen Verbrauch. Das finde ich sehr gut. Und ein Heads-Up-Display ist natürlich Spitzensache. Über der Boxengasse befindet sich ja die E-Kart-Strecke und wir sind hier die Letzten, die noch mitfahren durften. Und da sehen Sie den wagemutigen Oliver Denk auf seiner ersten Elektro-Rundfahrt. Und hier der typische V8 Elektro-Sound. Erzählt mal, wie hat es euch gefallen zum E4 Testival auf dem Hockenheimring? Die Zeit war zu kurz. Wer fängt an? ein Tag ist zu kurz. Ein Tag ist definitiv zu kurz. Trotz schlechtem Wetter, was? Ja, wir waren ja nur einen Tag. Es waren ja zwei Tage, das stimmt. Ja. Aber wenn man nur einen Tag da ist, ist es definitiv zu kurz, wenn man alles mitmachen will. Außer man kommt jetzt nur für zwei Fahrzeuge oder so her genau. Und geht dann wieder. Aber da verpasst man den ganzen Spaß.
Allein schon das Driften im Model 3 war der Hammer. Also. Dafür hat es doch schon gepasst. Danke, Stefan. Das war echt klasse, was du da gemacht hast mit Next Move zusammen und dass du uns mitgenommen hast. War geil. Genau, ja. War geile Veranstaltung. Ja. Genau, auf jeden Aber Fall. Das Highlight war jetzt das EK. Stimmt, ja, danke an die Leute hier, die das E-Card oben alles mit bedient haben. Wir sind jetzt schon locker 40 Minuten nach 17 Uhr hier und durften noch so die letzten ein, zwei Runden noch mitfahren. Also, ja, alles Dank. Schick, genau. Vielen Dank dafür. Unser Stefan weiß jetzt nicht, was er sich als nächstes kaufen soll oder überhaupt noch fahren soll, weil... Ich kann nichts mehr fahren, was kein Elektromotor mehr hat. Richtig. Aber jetzt bloß noch Fahrrad. Genau. Na dann, also das war's dann soweit von uns. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal natürlich, wenn euch das Video gefallen hat oder nein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video. Denkt elektrisch.